Hallo, herzlich willkommen aus dem Flur. Was geht? Überall gibt es ein Studio für, nur hier ist Flur. Läuft trotzdem noch am besten. Alles gut? Wie laufen die Vorsätze? Bei mir sehr gut. Hoffe bei euch auch. Wenn ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Abo da. Sind momentan wieder viele Leute da, die nicht abonniert haben. Fast 60%. Das ist viel. Bei Anfang des neuen Jahres. Keine Ahnung warum, aber würde mich freuen. Das ist mein Daumen nach oben. Ich habe Probleme. So, wir bestellen heute beim schlechtesten Schnitzellieferservice in der Stadt. Dieser Schnitzellieferservice. Übrigens, ne? Ne? How about that, ne? Was geht denn ab? Ich bin 50 Jahre alt, Alter. Wir gehen mal in die Bewertung rein. Oh, ich freue mich so, ich bin so alt, das ist so dumm. So, hier bin ich ganz ehrlich, habe ich schon mal bestellt. Und das war wirklich ein Grauen. Und ihr wisst, bei schlechten Restaurants, da sollte man jetzt nicht unbedingt zu viel bestellen. Ich hatte aber auch nur ein Gericht und das war so ein bisschen gewagter, weil das schon mit so einer Soße war. Und ich glaube, normale Schnitzel könnten die schon. Weiß ich aber nicht. Aber ich würde sagen, wir suchen uns zwei aus, weil wir haben so 4, 5 Fleischesser heute hier. Und dann probieren wir die zusammen und geben da so ein Bewertungsding ab, ne? Oder? Okay, und eine Pommes dazu. Schauen wir aber erstmal in die Bewertung. Es geht los. Stefanie schreibt hier, Pommes, labbrig, Schnitzel, okay. Soße war eine Zumutung. Okay. Bei dem Preis hätte ich mir ein sehr gutes Schnitzel erwartet und wurde bitter enttäuscht. Katastrophe. Siehe gesonderte Mail. Da hat jemand eine extra Mail geschrieben. Was geht denn ab, Alter? Läuft bei dem. Finde ich ganz gut. Finde ich sympathisch. Essen war sehr gut, kam aber erst 25 Minuten verspätet an. Lieferzeit zu lang. Zumal diese auch noch extra bezahlt werden muss. Auch, ach so, krass, extra Bestellung. Bestellungsdings noch. Wenn man den Mindestbestellwert erreicht hat. Das Schnitzel war lecker. Ob es frisch oder Formfleisch war, kann ich nicht klar sagen. Die Pommes waren kalt, aber das ist okay. Alter, Tom, ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, Tom, wer nimmt sich eine Zeit, um sowas auf irgendeinen Lieferdienst, wie wenig Lebensbock hat man, dass man hier, räumen dein Badezimmer auf, räumen dein scheiß Badezimmer auf, 10-mal besser als die Scheiße hier. Das geht doch nicht klar. Der schlechteste Lieferservice ever. Sehr gut. Nach 2 Stunden ist das Essen nicht gekommen, nach telefonischer Rücksprache nochmal bestellt, da es online bezahlt wurde, nach weiteren 1,5 Stunden nochmals nachgefragt und die Antwort erhalten, dass das Essen nicht kommt. Aber trotzdem 1 von 5 Sterne. Krass, dass man nicht 0 geben kann so, ne? Bei sowas kann man doch einfach nur 0 geben. Schlechtestes Essen, was ich jemals über kam. Mit den 90 Minuten Lieferzeit kommen wir gar nicht mehr hin. 2-mal nachgefragt, wo das Essen bleibt, ist unterwegs. Als es nach weiteren 45 Minuten geliefert wurde, war es kalt und matschig. Boah, das ist aber auch ärgerlich. Ich habe jetzt richtig Bock drauf, muss ich sagen. Auch ich bin richtig pumped. Also, möchte jemand ein Schnitzel Wiener Art, was glaube ich dieses Safe Bet ist? Ich würde davon eins bestellen, okay? Es nennt sich hier Schnitzel Milano. Oder ist Schnitzel Milano? Ja, also es ist paniertes Schnitzel Wiener Art. Okay. Da ist, glaube ich, nichts bei. Aber warum heißt es Milano? Heißt das nicht Wiener Schnitzel? Hallo, das ist Jürgen, das ist Steffen, das ist Milano. Ja. Wir haben einen Italiener adoptiert, gut. Extras wären hier Ketchup oder und Mayo. Würde ich einfach mal beides bestellen. Mache ich jetzt hier auch mal ganz cool. Das ist so doof und cool. Ah, das ist so lustig. Entschuldigung. Hier gäbe jetzt noch zur Auswahl ein Schnitzel Zigeunerart mit Jägersoße, Bauernart mit gebratenen Zwiebeln, Champignons und Paprika, mit frischen Zwiebeln, mit Krabben, Kräuter-Sahnesoße und Knoblauch. Ein Scampi-Schnitzel. Bah, ist das fucking widerlich. Scampi-Schnitzel? Ja, mit Krabben und einer Kräuter-Sahnesoße und Knoblauch. Ist das fucking ekelhaft. Wer ist denn ein Schnitzel mit Krabben und Kräuter-Sahnesoße? Die perversen Ficker da draußen, ey. Grüner Pfeffer und Rahmsoße. Nee, du isst das nicht. Kommt der raus und winkt, Alter. Auf keinen Fall isst du das. Das ist ja so ekelhaft, Mann. Das hört sich bah. Ekelhaft an. Hawaii. Mit Ananas-Schinken in Rahmsoße und Käse. What the fuck, Alter? Rahmsoße und Ananas? Du kannst nicht machen. Das ist, nee, das ist nicht okay. Du machst nicht bei Ananas und Rahmsoße. Nein, das ist fucking ekelhaft. Das verlierst du deinen Job. Joke. Verliert ihr den Job sowieso bald. Ne? So. Schnitzel Gorgonzola mit Gorgonzola Sahnesoße. Ist ja nicht so, als wenn Gorgonzola reichen würde. Das ist dein Ding. Das verstehe ich auch komplett. Ja, nach wie vor Gurkensalat auf Sächsisch. Gorgonzola. Dankeschön. So, Schnitzel Bernays. Schnitzel. Pommes mit Bernays. Das gucken wir gleich. Es gäbe noch einen Spezialschnitzel.
Das ist nämlich ein paniertes Schnitzel mit Champignons, Zwiebeln, Peperoni, Schinken und Rahmsoße. Das ist fucking ekelhaft alles, ey. Schnitzel Asia-Art. Was ist Asien? Schnitzel in? Reis. Chili-Curry-Soße. Alles klar. Schnitzel in Reis. Welcome to Asia. Schnitzel in der Schlemme-Art. Na? Wollt ihr mal ein bisschen schlemmen? Mit einem klassischen... Boah, ich hab das so angespuckt gerade. Mit einem klassischen Schnitzel, was paniert ist, mit Schinken, Ananas, Sauce Bernese und Käse überbacken. Wie widerlich ist das? Das ist nicht mehr okay. Schnitzel Singapur-Art. Was ist Singapur? Reis. Du hast ein paniertes Schnitzel. Ich will das immer nur dazu sagen, damit wir wissen, um was es hier sich handelt. Es ist immer noch, die Grundlage ist ein Schnitzel gerade. Mit Hähnchenstreifen, Ananas, Mandarinen, milder, cremiger Soße und Käse überbacken. Das finde ich lecker. Ey. Was? Ey. Ey. Was? Also, es geht gerade um einen Schnitzel, höchstwahrscheinlich Schwein, mit Hähnchenstreifen, Ananas, Mandarinen. Lecker. Mandarinen auf einem Schnitzel mit Hähnchenstreifen, leg mal keine Mandarinen drauf. Und dann eine Currycreme, ich will das bestellen, aber ich kann das nicht essen, das geht nicht. Nee, dann will ich es auch nicht bestellen, aber ich will es bestellen, aber ich würde es nicht bestellen. Nee, der Ostdeutschland, der braucht eine Wurst oder so da drauf. Es gibt noch so einen Schnitzel Mamma Mia, da gibt es noch mit Brokkoli, Spinat, Knoblauch, Tomatensauce und Käse. Dann gibt es noch Putensteaks, warum auch immer, mit Scampis auch wieder. Bah, Currywurst gibt es noch und das war's. Es gibt nicht Pommes. Was? Ja. Es gibt keine Pommes? Nee. Crazy. Aber es gäbe noch eine American Currywurst. Nee, machen wir nicht. Gut, aber wir haben gesagt, wir einigen uns auf zwei Schnitzel. Wir haben ein klassisches Schnitzel. Für was tendiert ihr? Was wollt ihr probieren? Philipp? Wo wärst du noch dabei? Es geht noch um Schnitzel. Ja, sag, stark noch vor. Also wir haben ein klassisches und wir wollen noch ein weiteres, was wir dann, wir sind ja fünf Fleischesser gerade hier, probieren können. Weil so viele möchte ich bestellen. Also das ist die ganz Verrückten, da traue ich mich nicht ran, weil da habe ich Angst, dass nicht wegkommt. Verrückt finde ich gut. Ladies, falls ihr einfach Philipps Kanal noch nicht kennt in diesem Sinne. vielleicht einfach was Gesundes, weil Brokkoli... Ja, gesund finde ich auch. Schnitzel Mamma Mia mit Brokkoli, Spinat, Knoblauch, Tomaten, Cremesoße und Käse überbacken? Ja. Könnte gut werden. Möchtest du dazu noch die passenden Extra-Zutaten, Ketchup oder Mayonnaise? Nee. Alles klar, mach mal Ketchup und Mayonnaise dazu. Was? Ich glaube, nein, dann mach ohne. Wir haben schon Ketchup und Mayonnaise. Gut, dann haben wir die beiden Sachen und dann würde ich sagen, sehen wir... Oh, ich kotze bestimmt, ey. Dann sehen wir uns gleich. Ach, wir laufen noch. Tschüss. Ich habe Angst davor, ne? Ich habe auch, wir drehen übrigens gerade noch, während ich Geburtstag habe, deswegen hängt da so ein R2-D2 und ein Schwan, weil ich liebe Schwan. Schwan ist für mich das Beste. Schwansee ist dein Lieblingsfilm. Schwansee ist mein Lieblingsfilm. Genau. Und Schloss. Schwansee. Schloss Schwan. Neuschwansee. Hey, übrigens riecht nach Nutella. Das bin ich, das ist mein Parfüm. Ich habe hier auf jeden Fall Gables für euch. Tim Gables. Ich bin's. Gabel. Oh Gott. So. Oh Gott. Was hast du gerade gesagt? Hast du einen Zahn verloren? Nein, film ich nicht. Film kurz weg. Was? Film bitte kurz weg. Oh Gott. So, da sind wir wieder. Kurzer Zwischen. Film das nicht! Kurzer Zwischendings. Ich weiß nicht, was das hier alles ist. Wir haben auf jeden Fall ein klassisches Schnitzel bestellt, was Schnitzel Milano heißt. Und einmal irgendwas anderes. Erstmal haben wir dazu Salat bekommen, weil ich ganz fresh finde, weil das stand nirgendwo dabei. Ja, eine Paprika, eine Gurke und... Ach, eine Olive. Ja, es ist eine Olive, zwei, die da drin sind. Das finde ich ganz geil. Wollen wir Salat-Test, Jungs? Of course! Oh Gott, ey, ich weiß nicht, ob ich so ein Dressing-Fan bin. Ich esse mal so ein Gürkchen. Das ist ganz schön viel, ne? Ist okay. Ja, finde ich jetzt auch kein Drama, muss ich sagen. Also, Salat, sind wir ganz ehrlich, super. Ich habe unser Bewertungssystem vergessen. Fünf ist gut, ne? Also, Lieferung war erstmal zu spät und man konnte erst voll spät bestellen. Dementsprechend 3 von 5. Fuck you. So, und 3 von 5 was? 3 von 5 Schnitzel-Miguels. Einfach ein Schnitzel und dann leicht überblenden dein Gesicht in der Schnitzel. Dann schauen wir mal, was ist das hier? Ach, die liefern Pommes separat? Hä? Das ist ja übel fresh. Die sehen ja voll geil aus. Auch so dicke Pommes sehen noch ganz fresh aus, oder? Von daher, Pommes-Test, Jungs. Bereit? So ein bisschen aus wie so holländische oder belgische, ne? Aber noch crunchy, gar nicht so schlecht. Bereit wie noch nie. Boah, so fette Dinger sind geil. Dafür, dass alle gesagt haben, also die werden labbrig. Labbrig ist jetzt nicht ganz so.
Also Drama finde ich nicht. Besonders, geliefert, ist okay, weil die noch mega heiß sind auch, ne? Ja. Das spricht eigentlich für eine schnelle Lieferung. Das heißt, 4 von 5 Schnitzelmiggis wieder anscheinend. So. Salat ist bei mir 4 von 5, ist vollkommen legit so, ja. Schnitzelmiggis. Pommes, auch eigentlich so 3,5. Auch 4 von 5, muss ich sagen. Die sind halt noch warm, sind aber nicht ganz durch. Schauen wir mal. Jetzt kommen wir zum wahren Helden dieses Videos. Es geht um die Schnitzel. Ah. Achtung, mein guter Mann. Ah, mein guter Mann. Darf ich eine Frage noch vorstellen? Vollkommen richtig, kannst du das. Welche Pommes feiert ihr am meisten? Die so übelst crispy und dünn sind oder die so richtig so Kartoffel richtig drin ist? Ne? Meinst du so dünne? Wedges? Die ja, weil, guck mal hier, wenn du das jetzt aufbrichst, ist so richtig noch so... Roh, ne? Weil es nicht knackig. Hier ist es halt so... Ja, ja, okay, das war gut, das war gut. Aber das große. Ich feier diese dünnen, kleinen. Ah, die so richtig hart noch sind. Ja, so richtig hart. Mir sind Pommes egal, weil Pommes schmecken eh nur dann am besten, wenn du an irgendeinem Strand bist und dann aus dem Wasser kommst und dir dann eine Pommes reinballerst, dann ist eh scheißegal. Ja. Pommes, egal wie dick, immer frisch aus der Fritteuse, an irgendeiner Strandbar, ansonsten zählt Pommes nie als gut, ne? Ja. Seid ihr bereit? Yes. Hä? Warum sind hier 4 Pommes drin? Hä? Hä? Aber das sind genau die Zitrone ist drin, ne? So, das die sind geil. Ja, jetzt mal wenigstens eine Zitrone. Wir haben beim Guten bestellt und die hatten keine Zitrone und dabei. Die hatten auch kein Gewürz da oben drauf. Ja, genau. Ein bisschen Oregano ja, drüber gekleckert von irgendwie so einem Jürgen, Alter. Okay, warme Zitrone auch. Warte mal, ist das jetzt der Schlechte? Das ist der Schlechte, ja. Ach, also, wir bestellen ja beim Schlechtesten generell, der hat aber trotzdem 3,5 Sterne, ne? Ach so, okay. Und der ist auch spezialisiert auf Schnitzel, ach, muss man krass, sagen. Okay, okay, also okay. Dementsprechend, der andere war halt ein gut bewerteter Lieferservice, der auch Schnitzel macht. So, ich bin mal gespannt. Das ist alles das ist jetzt, dieses, ich würde schon fast sagen Philipp-Schnitzel, weil Philipp ist und Miguel, die sind so voll die Spinat-Brokkoli-Boys. Eher Brokkoli-Boys, aber die sind gesund, ja. Schauen wir mal. What the f... Das ist verbrannt. Das sieht ja übelst crazy aus. Das ist verbrannt. Aber da wird Mohis wahrscheinlich auch drauf abgehen, weil es überbacken ist und sowas. Gerade. Machen wir klassisch zuerst. Dann mache ich mal kurz hier zur Seite. Ne? Schnitzel sieht auch eigentlich ganz aus. Ne? Also dafür, dass das. Also auch die ganzen Bewertungen, die wir gelesen haben, die neuesten Bewertungen, waren alle voll schlecht. So. Also Schnitzel labbrig, Pommes labbrig, Pommes voll heiß. Voller Bullshit. Okay, bereit? Ich habe beides am Start. Dementsprechend. Pommes. Voll dünn. Sieht echt gut aus. Ist okay? Mega. Okay. Wirklich einfach gut. Echt? Nein, aber minimal schneid dir was let's ab. Try it. Minimal. Minimal. Was ist das denn? Boah, das andere sieht auch richtig geil aus. Richtig ich liebe sowas, aus. Ja. Das darf ich mir. Das muss eklig aussehen, aber schmeckt dann geil. Ja. Also das ist bei mir ganz klar 4,5 von 5, würde ich sogar fast sagen, essensmäßig. Oh, das ist schon echt lecker. Das jetzt aus dem Alu-Ding raus auf den Teller, damit, weil ich denke immer, weißt du, wenn das so eingepackt ist, dass mir das schlechter schmeckt. Deswegen mache ich so bei mir zu Hause das immer auf einem normalen Teller und richte mir das dann so an, als wenn man es so gekocht hätte, weil dann wirkt das gleich so 1000 Mal besser so. Okay, ich hau jetzt mal hier irgendwie mal durch. Ich nehme mir mal so ein Stück Käse. Das ist deutlich dicker, Alter. Das ist deutlich dicker schon. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Dicke Schnitzel, nicht so meins, muss ich sagen. Was denn? Liegt schon gut. Es ist ein dickeres Schnitzel. Das ist hauchdünn. Das ist schon ein Brummi. Ich bin ein dabei, ne? Was sagst du dazu? Der hat bestimmt mal eine Freundin gehabt, die hat ein dickes Schnitzel genannt. Mega, da kann ich gedacht. Oh, Steffi. Oh, Steffi, du dicke Schnitzel. Du. Darüber musst du Verantwortung übernehmen. Da halt ihn jetzt komplett raus. Ich serviere gleich mal ein dickes Schnitzel. Okay, ja. Probiert ihr mal. Mo hat richtig Bock einfach nur. Ich kann mich nicht so bewegen, ich habe schon wieder Schmerzen des Todes. Aber ich habe Bock, ja, Alter. Ich will hier richtig reinpfeffern. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier reinschneide. Ich wollte nur ein bisschen Käse mit haben. Ich liebe sowas. Oh, kommt her. Es ist wirklich richtig lecker. Und auch die Pommes sind voll krass. Also das ist wirklich der erste Lieferdienst, wo ich sage, der ist mit, also am schlechtesten bewertet. 3,5 von 5 Sternen sind jetzt nicht mega schlecht, aber ist deutlich mittelmäßig. Das ist aber echt alles nur gut so. Ja. Weißt du, Pommes sind also so voll gut so. Das Schnitzel mega kross, alles heiß. Richtig geil, wie muss ich sagen. Wie hieß dieses hier? Weil für mich? Mama Mia, glaube ich. Und weißt du, wie ich das umbenennen würde? Ich habe doch schon gesagt, in die Dorsis. Nein, in... Schnitzel-Lasagne. Lasagne-Schnitzel. Findest du nicht, das schmeckt nach Lasagne mit Schnitzelgeschmack? Keine Ahnung, was das Ding Schnitzel da sagt, aber ich würde auf jeden Fall
Ich würde auf jeden Fall mal sagen, Leute, das war's von dieser kleinen Schnitzelbewertung. Insgesamt sagen wir Lieferservice nach wie vor, weil es war zu spät. 3 von 5 Schnitzelmiggis. Insgesamt beim Essen würde ich sagen 4 von 5 Schnitzelmiggis. Ja, würde ich zustimmen. 4 von 5 Schnitzelmiggis. Okay, bleiben wir dabei. Das ist unsere Bewertung hierzu. Alles sehr fein, säuberlich, detailliert. Kann man machen. Schnitzel bestellen in Köln geht auf jeden Fall klar. Das Gute war nämlich auch ganz gut. Also Schnitzeltest von Köln bestanden. Schnitzelstempel. Ich habe keinen. Ich muss einfach irgendwas. Ein Stempel. Schnitzelstempel. Das, ihr seid jetzt offiziell geschnitzelt. Oh, fuck, Alter. Ich komme nicht klar. Ich gehe nach Hause, glaube ich. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich weine. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.